Zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Petras Kunstwerkstatt. Ich bin Petra und ich freue mich, dass du heute dabei bist. Ja, das Aquanixen Journal ist endlich fertig. Man jetzt dazu Junk Journal sagt oder Vintage. Ja, es ist auf jeden Fall alter Kram dabei. Der Stoff hier, der liegt schon ein paar Jahre bei mir und auch hier die Muscheln. Und ja, hier auch die kleinen Teile. Ja, das ist also nun das Cover. Und ich zeige euch heute mal, ja, wie sich das ganze Büchlein so gestaltet. Gehen wir mal näher ran. Die Nixe, die habe ich mir aufgezeichnet. Dann habe ich die aus Pappe nochmal auf eine andere Pappe aufgeklebt und ausgeschnitten und dann mit diesen Ranger Distress Oxides gefärbt. Mal nochmal die Muscheln. Na, das nicht scharf stellen. Auch jetzt sieht man auch schön diese Perlmutt. Das sind also echte Muscheln. Und hier sieht man Sand. Ich habe mir eigene Strukturpaste hergestellt. Und jede Menge Gemüse. Das zeige ich gleich auch noch mal. Hier habe ich Rockeils, das sind diese Mini-Perlen. Die habe ich hier aufgeklebt. Das sollen die Luftblasen darstellen. Jo. Das ist also das Cover. Das hier ist der Buchrücken. Hinten ist nicht spektakulär. Es musste, wie gesagt, schnell gehen. Und das beinhaltet also ein Kästchen, da gehe ich gleich drauf ein. Ja, ein Junk Journal oder Vintage Buch dazu mit drei Signaturen. Und so sieht es von oben aus. So, dann öffne ich das jetzt mal mit dem Schleifenverschluss. Die Binse, die habe ich hier zwischen eingenäht. Wenn ich das jetzt auseinanderklappe, da sieht man hier das Journal. Das hier ist einmal festgebunden. Sind also sozusagen drei Teile. So. Und zwar ist das mit einem Bändchen gehalten. Zwischen der zweiten und der dritten Signatur. Da. Aber da gehen wir gleich drauf ein in dem nächsten Video. Was wird das hier zu lang? Lege ich jetzt mal zur Seite. Okay, gut. Nochmal zu dem Cover zurück. Ja, fangen wir mal an mit der Größe. Also, ich wollte unbedingt eine Box dabei haben. Und weil es sollte ein Spiel dabei sein. Also in meinem Fall, ich liebe Backgammon und ich finde das einfach ein wunderschönes Spiel. Ja, und da passte natürlich auch noch der Farbpot mit rein, dass man drin im Journal arbeiten kann und dass man schreiben kann. Es ist ja ein Tagebuch und das war mir sehr wichtig. Natürlich ein bisschen was für den süßen Zahn, ist ja klar. Ja, und die Box habe ich unten drauf geklebt. Wie gesagt, vorher sah das so aus. Und ich habe sie dann halt gestaltet mit Lara, weil das ist für Lara zum Abschied. Und ja, und dieses Journal überhaupt, das sind also zwei Stoffstücke, die ich aufeinander gelegt habe.
und hier an den Kanten erstmal zusammengenäht habe. Dann habe ich die Pappen reingeschoben und hier einmal hergesteppt, damit die richtig fest drin sitzen. Dieser Außenstepp ist mit Zickzack gemacht und dann die ganzen Fäden rausgezogen, damit die so ein bisschen, ja, nach Gewuschel aussehen. Ja, also das war dann halt die Vorlage für die Größe. Diese Box, oh, sorry. Diese Box ist von, ich glaube, die habe ich bei Teddy gekauft. Die ist 24 mal 12 Zentimeter. So. Und der Buchrücken von der Höhe, den habe ich dann hier doppelt so hoch gemacht, damit das Journal auch richtig genau reinpasst und dass es bündig abschließt. So. Nochmal zurück zum Cover. Hier sieht man dann, was ich vorbereitet habe, was ich alles vorher gefärbt habe. Also das hier, das sind diese Feuchttücher. Die sind hier drunter und hier. Dann, das sind diese Lianen, die ich da festgenäht habe. Entschuldigung. Dann habe ich gefärbt hier diese Mullbinden. Die sieht man hier, hier und hier. Und dann habe ich hier dieses Grünzeug. Das habe ich hier auch noch mal mit eingearbeitet. Dann wollte ich erst noch die Kordel mit reinbringen, aber dann habe ich gedacht, nee, komm, also kann auch zu viel sein. Gut, das war das. Habe ich sonst noch? Ja. Dann, ja, wie gesagt, das ist die Strukturpaste. Die habe ich mir selbst gemacht, indem ich einfach Gesso genommen habe. Und, nee, ist gar nicht wahr. Gesso habe ich direkt auf den Stoff aufgetragen, als erstes. Und dann mit Acrylfarben das eingestrichen. Dann habe ich diese Pflänzchen und alles Mögliche von Kram draufgeklebt. Das ist ein super Kleber. Ich hole den mal gerade. Wo bist du denn? Bei mir sieht es aus. Ich finde ihn jetzt gerade nicht. Bei mir sieht es aus wie Hölle. Aber ich muss das auch gleich abgeben. Naja, auf jeden Fall ist das ein super Kleber. Den werde ich unten noch in die Information mit reinschreiben. Wenn ich das jetzt auf die Schnelle nicht finde. So, ja, das Netz, wie gesagt, habe ich dann auch also nacheinander dann aufgeklebt. Die Muscheln, die habe ich erstmal gefüllt mit Heißkleber, damit die nicht kaputt gehen, wenn man da drauf drückt. Und da gibt es auch ein Foto bei Facebook. Ich glaube, bei Instagram habe ich das auch hochgeladen. Ja, weil, ne, durch den Druck geht das schnell mal kaputt. Dann habe ich hier noch ein paar Perlchen reingesetzt als Highlight. Ja, und dann hier noch die, das sind so, ja, wie sagt man dazu? Das sind Kunststoffperlen, das sind aber nur halbe. Und damit füllt man Reagenzgläser und ja, als im Dekobedarf halt, ne? Jo. Und dann bin ich dann zum Schluss auch nochmal mit diesem Finish drüber gegangen. Also es klebt wunderbar, da wackelt und da ist also nichts. So, und wenn man das dann aufmacht, habe ich hier dann halt der Lara einen Brief geschrieben mit dem richtigen Siegel, mit richtigem Siegellack. Da kam der auch nochmal, ja, zur Geltung. Ne? Der ist schon so alt, ich weiß gar nicht, bestimmt über 40 Jahre. Naja, ja, und der ist so schön gefaltet. Und zwar, ja, selbst wenn das Siegel nicht drauf wäre, könnte der nicht aufgehen.
Aber dieses Video, das gibt es schon auf YouTube. Ja, dann habe ich hier eine Tasche gemacht. Hier habe ich dann noch mal ein bisschen mit dieser Schablone gearbeitet. Das ist die hier. Ich glaube, die habe ich bei Funkelkram bestellt. Und das ist, glaube ich, diese Farbe. Peacock Feathers. Ja, da habe ich gestempelt. Ja, und das ist mein Lieblingsstempel. Das schreibt hervorragend. Da bin ich ganz verliebt drin in dieses Ding. Okay, das wäre das. Ja, also hier auf dieser Box habe ich dann mit Crackle Paste gearbeitet, mit Servietten, Stempel. Hier an den Kanten ist auch ein bisschen Gold. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Es schimmert auf jeden Fall auch so ein bisschen. Ja, und dann, wie gesagt, auch noch mal mit diesem Medium da drüber, dass es auch so bleibt. Achso, Kaffee, genau, Kaffee ist auch noch drauf. Es duftet auch danach. Genau, und hier ist dann halt dieses Backgammon-Spiel drin. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, ich glaube nicht. Ja. Dann war das der Teil jetzt mit Cover und diesem Umschlag. Und als nächstes zeige ich euch die Signaturen. Dann würde ich sagen, fühl dich inspiriert, sei kreativ und ich würde sagen, bis demnächst. Ciao, ciao.